Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück aus Dortmund und ich habe heute als erstes einen Action-Haul für euch. Und zwar hat ein lieber Freund mir ganz viele Sachen. ja, also er hat mir sehr viele Sachen besorgt. Und wir waren aber selber dann auch noch mal im Action. Und ja, die möchte ich euch auf jeden Fall jetzt erstmal zeigen. Und später wird es dann noch ein Video geben von der Dortmunder Messe. Da muss ich aber ziemlich viel zusammenschneiden und das wird noch ein paar Tage dauern, glaube ich. Vielleicht schaffe ich es sogar heute noch, es fertig zu schneiden, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, es heute hochzuladen. Wundert euch bitte nicht über meine Nägel. Ich habe sie heute seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder selbst gemacht und sie sind katastrophal geworden. Ich habe irgendwie nicht das richtige Werkzeug. Ich muss auf jeden Fall noch mal mir ein paar Sachen dafür besorgen. Und ja, ich möchte einfach nicht mehr ins Nagelstudio gehen. Es ist immer so zeitaufwendig und dauert so lange. Deswegen achtet da bitte nicht so genau drauf. Ich fange mal an. Und zwar als erstes, upsie, fliegt mir die Hälfte durch die Gegend, habe ich diese Stifte hier von ihm bekommen. Und zwar sind das Glasmarker. Und immer zwei Stück von den jeweiligen Farben, die es gab. Ich zeige euch die einmal, was für Farben das alles so waren. Ja, und das waren dann alle Glasmarker. Die Preise kann ich euch leider nicht sagen, da ich die Preise selber nicht weiß und auch keinen Kassenbon habe. Als nächstes habe ich hier einige Blöcke, die ich bekommen habe. Und die zeige ich mal so. Ich blätter mal ganz schnell durch. Ihr wisst ja, ich mag das immer mit dem Papier nicht so, das so genau zu zeigen, weil das ist mir irgendwie zu langweilig, wenn ich es mir bei anderen angucke. Papier ist irgendwie immer, ja, Papier ist schön, man braucht Papier auch immer, aber es mir angucken, wie es aussieht, ist irgendwie nicht so meins. Also, dieser hier ist so ein Vintage-Block, so ein bisschen maritim. Finde ich sehr schön, zweimal. Auch hier ein Vintage-Block, den habe ich auch zweimal. Fünf Blätter sind drin, die sind ja immer einseitig und die sind auch sehr schön. Diese Vintage-Sachen mag ich ja sowieso immer sehr gerne. So, dann einen hiervon. Und auch den einmal so im Schnelldurchlauf. So, den habe ich auch nur einmal. Oh, nee, doch nicht, oder? Doch, ja, einmal. Auch diesen hier nur einmal. Sehr blumig und mit vielen Vögeln. So, dann diesen hier. Da finde ich dieses Papier hier besonders schön. Das Papier hier finde ich auch total schön. Hier so einzelne Dinger, die man sich rausschneiden kann. Und das hier ist auch toll. Ja, und dann hier diese Galaxy-Blöcke. Und die haben auch ganz tolle Papiere. Vor allem das hier, das ist mega. Oder das ist auch ganz toll, als wenn die Sonne so aufgehen würde oder untergehen, wie auch immer. Ja, und auch den zweimal. Ich schaue gerade mal weiter. Ja, dann hatte er mir noch solche Rosen besorgt. Die kennt ihr garantiert schon von anderen Hauls. Die sind ziemlich groß und sind auch so schön glitzernd. Zweimal in Weiß, zweimal in Dunkelrot, einmal so ein dunkles Rosa und einmal ein helles Rosa. Dann hat er mir diese Pinsel noch mal besorgt. Die wollte ich gerne noch mal haben, vor allem wegen diesen Teilen. Und dann habe ich sie irgendwann selber gekriegt, aber es ist nicht schlimm, wenn ich die zweimal habe, überhaupt kein Problem. So, dann diese Felldinger hier. Die fühlen sich total, ja, die sind ganz, ganz weich und plüschig, aber irgendwie fühlen die sich auch ein bisschen eklig an.
Und die ja fühlen sich wirklich an, so ein bisschen wie Tierfell. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde damit irgendwelche Papiere bekleben. Mal schauen. So, jetzt zeige ich euch kurz mal ein paar. Oder halt mal. Genau, hier noch diese Augen hatte er mir auch noch mitbesorgt. Diese selbstklebenden in verschiedenen Größen. Die habe ich auch schon, aber die kann man ja immer mal gebrauchen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Sachen, die ich bekommen hatte, als ich da war. Und zwar diese Glitzersteinchen hier, die hatte ich auch vorher noch nicht gesehen. Also zweimal in diesen Farben hier habe ich sie mitgenommen und zweimal in diesen hier. Da gab es auch, glaube ich, noch andere Farben, die habe ich dann aber nicht mitgenommen. Dann habe ich diese Stempel hier bekommen. Es gab auch noch mehr dort, die haben mir nicht gefallen, welche ich eigentlich haben wollte. Ich wollte unbedingt den Igel und den Fuchs. Und die gab es leider nicht mehr, aber die beiden habe ich mir dann jeweils einmal mitgenommen. So, und dann komme ich wieder zu den Sachen, die er mir noch besorgt hatte. Das waren diese Anhänger hier. Also ganz viele verschiedene. Ah, hier ist nochmal ein Stempel mit Schwupp, so. Ein Stempel mit dazugehörigen Stanzen und ich liebe Schneeglöckchen. Ich finde die einfach sowas von schön. Und die haben hier noch so tolle Musterung. Ja, dann verschiedene Aufkleber, so 3D-Aufkleber. Guck mal, ein Igel. Ja, ich liebe Igel. Und diese hier, ja, auch noch ein bisschen Christmas. Also es ist sehr lange jetzt gesammelt worden. Und deswegen ist das jetzt so über zwei Jahreszeiten quasi. Also sind noch ein paar Wintersachen dabei und eben aber auch schon aktuellere Sachen. Dieses hier hatte er mir auch noch besorgt. Davon kommen auch noch mehr von den Stanzteilen. Die zeige ich euch dann noch. Die Rosen, auch davon kommen noch mehr in anderen Farben. Die zeige ich euch auch gleich noch. Dann diese Zahnpasta ist vielleicht nicht ganz so interessant für euch, die soll aber sehr gut sein. Das ist so eine schwarze mit, ich weiß gar nicht, was das genau ist, was da drin ist. Auf jeden Fall soll die Zähne wirklich super gut weiß machen. Die wollte ich unbedingt ausprobieren. Dann hatte ich mir noch geholt, als ich jetzt letztens da war, dieses Büchlein hier, das man sich selbst so zusammenbauen kann. Ja, fand ich auch ganz schön und da kann man sich ein Journal draus machen und da werde ich die Tage mal ein bisschen basteln. So, dann wieder etwas von ihm, wo ich auch basteln kann und zwar kann ich mir hier so Häuschen zusammenbauen und die Lichterketten sind da auch mit drin. Ich habe schon mal reingeguckt und hier hinten ist dann diese Anleitung, wie man das macht und wie man die verschieden halt dekorieren kann. Auch super süß, die werde ich mir dann fertig machen, hier irgendwo in mein Zimmer hängen. Dann ist hier so ein Set dabei. Da sind Anhänger dran, da sind ein paar Sticker drin, da sind Federn drin, da sind verschiedene Papiere drin und dann auch so 3D-Dinger. Ja, ich glaube, hier sieht man es besser, was alles so drin ist. Hier dann halt so Teile, wo man 3D-Teile draus machen kann, also aus Stanzungen halt. Ja, und auch das super schön. Da werde ich auch auf jeden Fall irgendwas Schönes draus kreieren. So, und jetzt kommen mehrere von diesen Sachen hier. Und zwar muss ich sagen, ich habe die noch gar nicht gesehen in irgendeinem Haul oder so. Und finde die super, super schön. Da kann man sich dann auch solche Regale quasi selbst machen. Und ja, da habe ich tatsächlich vier Stück von bekommen von ihm. Also einmal hier wie so ein Häuschen. Man kennt das vielleicht noch ein bisschen wie Setzkästen früher. Meine Mutter, die hatte früher Setzkästen, wo man dann so Parfümsachen drin sammeln konnte oder Ü-Eier-Dinger oder keine Ahnung. Und ja, so ein bisschen erinnert mich das daran. Das sind einmal diese beiden, dann dieses hier. Finde ich auch total schön. Und zu guter Letzt dieses hier, was man auch super am Schreibtisch benutzen kann, wo man dann eben mal so ein paar Karten oder irgendwas reinmachen kann. Also richtig toll, da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich habe mich über alles mega gefreut, aber ja. So, dann habe ich noch diese vier Teile hier bekommen, drei, Entschuldigung, für zum Taschen selber machen. Also da ist eine Jütetasche drin
und dann eben Schablonen und dann kann man sich die mit diesen Pinseln, die ich ja, da auch bekommen hatte, kann man sich die dann eben so ausmalen. Und da sind halt dann auch die Schablonen drin, die man sich dann eben auch aufheben kann und die halt öfter nochmal wiederverwenden kann. So, und dann gab es noch diese Aufbewahrungstäschchen hier. Hier glitzert es schon wieder. Und ja, die habe ich mir gewünscht, die hat er mir auch besorgt. Und weil die Tüte so voll war, habe ich das so gemacht. Und jetzt seht und staunt, was er mir da noch alles besorgt hat. Das Ding ist nochmal halb voll mit Sachen. Und die hole ich jetzt so nach und nach mal raus und zeige euch die nochmal. So, und zwar sind hier noch mehr von diesen Stoffdingern. Wieder nochmal in verschiedenen Farben. Also er hat mir da irgendwie von jeder Farbe so eins besorgt. Jetzt muss ich schon aufpassen, hier stapelt sich alles schon. Na, ich hole jetzt einfach mal Fach für Fach alles raus. Hier haben wir Standschablonen, einige. So eine Tasche. Dieses hier finde ich auch total schön. Diese Kutsche fand ich super schön. Dann hier so ein Hut mit Federn dran und hier so ein paar Bordürenstanzen, die man auch immer gut gebrauchen kann. Also ich zumindest. Für Scrapbooking hat mir sowas total gefehlt. Die hat er mir besorgt. Dann nochmal so einen Stempel. Den hatte ich allerdings schon oder ich glaube zumindest, dass ich den schon habe. Da muss ich nochmal nachgucken. Und hier noch so ein paar Gipsteile, einmal für Hochzeit und dann zum Geburtstag. Ja, und das nimmt hier kein Ende. Es kommt immer noch mehr. Dann hier solche Hintergrundstempel und auch Stanzen nochmal mit drin. Auch sehr süß. Und hier nochmal einige Anhänger. Diesen Rehchen und die Taube ist auch super, super schön. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. Fehlt nur der Brief unten an den Füßen. Dann diese Teile hier. Ein bisschen Vintage. Dann hier, das ja, ist schon wieder ein bisschen... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das so geht. Sind auf jeden Fall auch sehr schön. Und auch hier. Happy Birthday und... To the day und so weiter und so weiter. Also verschiedene Sachen einfach. Dann kommen hier als nächstes die Rosen. Zwei große in rosa, klein, dann rot, zweimal groß und einmal kleine weiße. Ich weiß schon nicht mehr, wohin mit den Sachen jetzt hier. Als nächstes habe ich diese Teile hier von ihm bekommen und zwar... Das ist ja hier alles solche Anhänger, auch drei verschiedene Packungen. Und hier sind dann diese Teile immer drin. Ich hoffe, ihr seht es und es blendet nicht zu dolle. Hier sind diese hier drin. Und hier haben wir diese hier. Ja, und das ist natürlich super gut, ne? Wenn man mal eben schnell was machen muss und keine Zeit hat, jetzt groß zu basteln. Zack, zack, so ein Ding noch dran gehängt, wunderbar. Im nächsten Fach habe ich hier solche Blümchen und die finde ich auch richtig schön. Diese hier haben wir welche aus Papier, so feines. Dann hier, die sind so ein bisschen so wie aus Wachspapier, wo man so durchgucken kann, auch total schön. Ne? Und hier unten nochmal aus Filz in zwei verschiedenen Farben, mega, mega schön. Leider gab es davon nicht mehr, sagte er. Und dann habe ich... Diese Teile hier, die hatte ich mir auch schon mal geholt, allerdings in Silber. Und er hat die dort in Gold bekommen. Ja, das Schöne ist halt, dass die da oben in Dortmund viele Sachen bekommen, die ich bei mir hier nicht bekomme. Die sind bei denen immer noch da und bei mir weg. Hier haben wir auch nochmal so Thank You Sachen, also wie Cabochons quasi. Nochmal so zum Aufkleben. Hier habe ich ein paar Schleifchen. Und Bänder sind hier auch noch mit drin, sehe ich gerade. Genau. Ja, in diesen vier Farben. Und hier sind noch mehr davon. Zack, zack. Auch nochmal drei verschiedene Farben. Also er hat irgendwie von jeder Farbe da irgendwie ein Paket genommen. Und da sind auch nochmal Anhänger.
Und das ist ganz schön, weil ich ja doch einige Leute habe, die auch ganz gerne nähen. Und da kann man dann auch noch mal schönen Anhänger mit dran machen an so eine Karte. So, jetzt muss ich noch mal reingucken, aber ich glaube, nee, das war es jetzt tatsächlich. Das Teil ist leer und hier passt richtig was rein. Und ich denke, ich werde hier Papier reinmachen. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall gefällt mir das Teil mega gut und man kann super was verstauen. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Action-Holen. Nee, stimmt gar nicht. Und zwar fehlen noch ein paar Teile, die ich noch bekommen hatte, als ich jetzt da war. Und zwar hatten sie noch mal Stanzen. Und diese Teile kann man definitiv immer gebrauchen. Und die waren auch leider jedes Mal nur noch einmal da. Und deswegen habe ich die auch nur noch einmal mitgenommen. Die waren alle schon wieder restlos leer. Und ja, ich bin total froh, dass ich die gekriegt habe, weil die sind, glaube ich, weiß gar nicht mehr, 72 Cent oder so. Und ja, jeder weiß, selbst in China sind die teurer. Also ja, bin ich echt froh, dass ich die bekommen habe. Und dann hatte ich mir noch diese Perlen hier mitgenommen. Die fand ich auch so schön, weil die auch wieder so holographisch glänzen. Ja, und Perlen kann man ja immer gebrauchen für Perlenengel und so weiter. Ist auch ein Bändchen mit dran, dass man sich quasi eine Kette machen könnte und einen Verschluss. Werde ich aber nicht machen. Ich werde die für andere Sachen benutzen. Und die kommen hier oben zu meinen anderen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt aber wirklich von diesem Action-Haul. Und ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich alles verstaue. Und werde dann langsam anfangen, das Video zu machen von der Messe in Dortmund. Und hoffe, dass wir uns bei dem Video dann wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.